Hallihallo, hier ist wieder Kurasu. Wir sind zurück in der Welt von Elix. Wir sind so aus dem Arsch mit der Quest. Ich hätte Nessies Quest. Warum nehme ich noch Nessie Quest an? Ich verstehe es einfach nicht von mir. Warum tue ich den Schwachsinn? Quest von Nessie annehmen, ey. In einer Ommel habe ich. Naja, jetzt haben wir keine Wahl mehr. Jetzt machen wir die Quest ja schon. Außer nicht wieder voll Energie, wenn ich weg bin. Scheint so, oder? Das ist jetzt da oben. Nee, das ist. Also wieder voll Energie. Schöner Schmarrn, ey. Ich hab nicht die geringste Chance gegen die Viecher. Ja, der macht immer kurz. Weg bin ich. Nee, ganz ehrlich, das können wir echt vergessen. Frage ist, jetzt kann ich da abhauen? Ohne, dass es Probleme verursacht? Wird Nessie da jetzt sauer sein? Aber ich habe echt keine Wahl, da jetzt abzuhauen. Das schaffe ich nicht. Sind wir doch mal ehrlich, ne? Gehen wir mal auf Sargos-Vorbereitung. Ich soll dann dorthin, okay? Wieder dahin, wo ich den Teleporter habe. Top. Ach ja. Ist irgendwie immer so. Gerade das, was man nicht brauchen kann, das hat man dann in der Backe. Na gut, rennen wir dann nochmal hoch. Vielleicht würde ich mir mal so eine Komplettlösung anschauen, nur wo die Teleporter sind dort in der Nähe, dass ich mir den in der Nähe hole. Das war das Problem, in den nächsten Folgen nicht haben, da ständig hochrennen zu müssen, weil ich denke mal, wir noch sehr oft dort in die Region müssen. Wo ist jetzt Nesti? Wahrscheinlich noch dort, ne? Ha. Oh Mann. Muss ich irgendwas einfallen lassen, dass die wieder hier auftaucht? Wahrscheinlich, wenn ich die Gruppe verlasse. Vielleicht geht auch die Quest weg oder so. Schauen wir mal. Eins an anderen, ne? Dann schauen wir mal nach Arx. Der Tag müsste ja rum sein. Das wundert mich echt, das Reich der Mitte hier, dass es so einfach existieren kann. Die müssen noch sonst wen alles zum Feind haben. So, das ist noch nicht so ganz verstehe. Klar, die haben auch gute Kämpfer. Das ging ja, will ich echt nicht sagen jetzt, ne? Aber zum Trupp Albsoldaten müsste ich doch in Sekunden fertig machen können. Besonders in deren Fliegerkreisen ja sonst worum. Da einmal einen Flug drüber und zu bombardiert, weißt du? Hey. Okay. Was auch immer das war. Ne, die können sich doch gar nicht wehren gegen sowas. Verstehe ich nicht so recht. Aber gut, ich bin ja nicht hier, um zu verstehen. Ich bin hier, um Arx einen Besuch abzustatten. Der sich lustigerweise jetzt auch hier rumtreibt. Wahrscheinlich immer, wenn ich jetzt was mit dem mache, tauchen die hier einfach auf. Nee, ist nicht Arx, ist ja hier drinne. Nee, das. Hey, unter mir. Wie kann der unter mir sein? Hier ein Keller? Oh, ein Goldbrocken. Ist hier eigentlich jetzt mein Reich? Das müsste ich eigentlich machen können, was ich will. Ich könnte auch mitnehmen, was ich will, oder? Unter mir. Wie kann der unter mir sein? Geht hier nur um so ein paar, ne, Zentimeter. Hä? Also entweder der backt gerade was oder ich verstehe nicht, was er will.
Ja, machen wir erstmal die Truhe hier auf. Ach, Menno. So. Zu einfach. Ja, ja, zu einfach auf jeden Fall. Kriegsbogen nimmst du auf der Rentenschachtel. Ah, alles klar. Allerdings unter mir. Und genau diese Position. Das kann doch gar nicht hinkommen, sag mal. Oder er ist noch nicht da, weil der Tag noch nicht rum ist. Das kann natürlich sein. Wo hatte ich meine Behausung nochmal? Wer bist du? Also, Falk. Ist Falk hier? Jetzt bin ich endgültig verwirrt. Dings ist. I'm confused. Warum ist Falk auf einmal hier? Ah! Guck mal! Mein Raumschiff ist auch hier. Cool. Na, Harley? So, Kumpel. Da ist das gute Stück. Ja. War eine ganz schöne Plackerei, es hierher zu bringen. Glaube ich dir. Wie sieht's denn aus? Mann, Mann. Das Ding ist ganz schön hinüber. Ich werde eine ganze Weile brauchen, um es wieder in Gang zu bringen. Ah, gibt ein Flashback. Okay, schauen wir mal. Aber ja, wir wurden ja auch böse getroffen, dass wir abgestürzt sind. Okay, mal wieder ein Zarkor, im Eispalast scheinbar. Ja, Eispalast wissen wir doch schon, komm schon. Immer dieses Blabla davor. Zustandsbericht. Der Gleiter ist voll einsatzbereit. Doch gibt es noch einige kleinere Beschädigungen der Außenhülle. Wie schlimm ist es? Nichts Gravierendes. Jedoch befinden sie sich an einer Schwachstelle der Flugmaschine. Schwachstelle? Was bedeutet das? Tja, sagen wir so. Wenn man weiß, wo man ihn mit einem gezielten Schuss treffen müsste, nun, dann könnte es gefährlich werden. Ich habe keine Zeit mehr. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Den Gleiter startklar machen. Jawohl, Commander. Wir hatten eine Schwachstelle. Man weiß, wo man treffen muss. Wieso glaube ich, dass es kein Zufall war? Langsam ist es mir ein bisschen zu viel. So wie es jetzt ist, würde ich keinen Alp damit starten lassen. Obwohl, der Reaktor macht mir etwas Sorgen. Die Reaktorspule hält nicht mehr lange, fürchte ich. Aber egal, lass mich erstmal machen. Ich sag dir später, wenn ich noch was brauche, okay? Okay. Ist ein Lager bei uns aufgeschlagen? Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Ha, dann willkommen auf dem Präsentierteller des Wahnsinns. Große Ziele, stetige Mutantenangriffe und kleiner Lohn. Genau das Richtige für Bekloppte wie uns. Du bist jetzt unser neuer Anführer, habe ich gehört. Richtig. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen, was, Kumpel? Wie willst du eigentlich angeredet werden? Mit Big Daddy oder Captain? Nicht so wichtig. Andererseits, ich denke, Commander wäre passend. Aye, Sir. Dann auf gute Zusammenarbeit, Commander. Welche Ironie so ein bisschen jetzt. Aber gut, das ist okay. So. Wie kam ich nochmal in meine Bude rein? Das war hier, ne? Ja, war schön offen stehen lassen, die Genie. So, irgendwo muss ich da hier bestimmt ein Bett gehabt haben. Ich spring mal kurz über den Tisch, danke. Oh ja, ein schönes großes Bett. So. Bis zum nächsten Mittag schlafen wir mal. Vielleicht steht da dann jemand da, der dastehen sollte. Da liegt noch ein Heiltrank, können wir jetzt mal übersehen. Und eine Anleitung für irgendwas. Und ein Wein. Hey, was haben wir jetzt mal alles übersehen hier, sag mal. So. Oder füllt sich unsere Kammer immer wieder auf? Na gut, lassen wir es mal so stehen. So. Oh, warte mal. Hier geht's doch irgendwo abwärts. Oh. Hab ich jetzt mal was übersehen? Oh, eine Ratte. Oh, Arx, da ist er ja. Ich will mich kurz hier ans Licht gewöhnen.
Okay, jetzt Angst. Gut, dass du da bist. Ja. Es ist vollbracht. Was denn? Na, da bin ich ja mal gespannt. Sagen wir, ich habe dir zu Ehren mit ein paar Freunden ein Festmahl zubereitet. Mist. Ein Festmahl. Da bin ich dabei. Du wirst es nicht bereuen. Ich habe viel Zeit in die Vorbereitung investiert. Es ist Zeit zum Aufbruch. Folge mir. Was? Das ist nicht das, was hier vor mir steht. Sind die Ratten seine Freunde? Er sagte, folge mir. Wo muss ich jetzt hin? Oh, lol. Das ist mir ein bisschen suspekt. Da wären wir. Was zum? Wie du siehst, sind die anderen schon da. Es freut mich sehr, dass du an meiner fleischgewordenen Konjunktion teilnehmen möchtest. Du willst das Essen. Mir ist klar, dass es auf den ersten Blick verwirrt ist. Die meisten haben es nicht verstanden. Auf den zweiten Blick ist es jedoch die höchste Form des Genusses. Was? Das zarte Fleisch meiner Freunde in Verbindung mit der höchsten Elex-Konzentration. Eine wahre Geschmacksexplosion. Moment. Halt, stopp! Tut mir der Kerl gerade ernsthaft, die drei Alpkommander, die ich vor kurzem umgebracht habe, deren Kopf abgeschlagen habe, dort servieren? Weil Menschenfleisch plus das Elix, was sie vorher konsumiert haben, jetzt in ihrem Fleisch drinnen steckt, ein Hochgenuss ist. Seit wann isst du Menschenfleisch? Vor einigen Jahren waren wir mit einer Patrouille viele Tage in Xakor unterwegs. In einer der verschneiten Ruinen stießen wir auf eine Familie, die sich lange Zeit mit dem Konsum von Elex am Leben erhalten hatte. Unser Auftrag besagte, nach Ignadon vorzurücken, um den Konverter zu verstärken. Und so haben wir sie eliminiert und sind aufgebrochen. Aber Elex ist das höchste Gut. Es konnte nicht so einfach verschwendet werden. Wir konnten sie nicht zum Konverter tragen. Also beschloss ich, zurückzukehren und sie mir einzuverleiben. Es war wie eine Erlösung für mich. Ist das der Grund dafür, dass die Alps dich verstoßen haben? Ich war mir darüber bewusst, dass sie es nicht verstehen würden. Also habe ich mein Geheimnis natürlich für mich behalten. Allerdings unterlag ich irgendwann der Versuchung, einen Soldaten der Patrouille zu kosten. Der Elex-Reichtum in seinem Körper war außerordentlich. Dieser Leichtsinn wurde mir zum Verhängnis. Dafür sollte ich dir die Köpfe der Alpkommander bringen. Was soll ich sagen? Der Plan ist aufgegangen. Du hättest mir wohl kaum zu einem Festmahl verholfen, wenn ich dir verraten hätte, wofür ich sie benötige. Und was ist mit deinen Gehirnforschungen? Du kennst die Antwort. Es hat nie Forschungen gegeben. Der Zweck heiligt gelegentlich die Mittel. Okay. Hast du irgendwann auch mal die Wahrheit gesagt? Nimm es nicht persönlich. Schließlich habe ich deine Leistungen als Commander stets bewundert. Und auf meine Unterstützung konntest du dich immer verlassen. Ich konnte nur nicht davon ausgehen, dass du meine Leidenschaft teilen würdest. Willst du ernsthaft, dass ich das esse? Nicht ganz, mein Freund. Leider habe ich nur Verwendung für dein Herz. Ah. Die Bestie von Xakor stellt den Höhepunkt des Festmahls dar. Verstehe. Ziemlich gewagt, für diesen Irrsinn meinen Tod zu fordern. Das Risiko ist mir bewusst. Doch dieses Mal ist meine Bestimmung. Um das Kunstwerk zu vollenden, benötige ich eine besondere Trophäe. Diese Ehre gebührt dir. Okay.
Pass lieber auf, dass dein eigener Kopf nicht in der Suppenschüssel landet. Lassen wir es darauf ankommen. Ja, lassen wir das mal. So, jetzt sind die Ratten hier noch dran. Also, ich hatte ja kein Problem mit dem Mörder, der Berserker, okay? Aber das eben. Nein. Oh, ein Kartenstück. Sehr schön. Aber das hier, nein, das kann ich wirklich nicht, nein. Der Mord war eine Sache, um Berserker zu werden, weißt du? Aber das ist. Er wollte mein Herz essen. Das ist doch dann so ein Punkt, wo ich mir denke, schlimm ist, hier liegt Trockenfleisch. Ich weiß echt nicht, ob es jetzt von Menschen ist oder nicht. Aber in dem Moment war. Dieser Kerl. Ja, ne? Ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ich würde sagen, an der Stelle beende ich die Folge, komm mal ein bisschen runter und denk ein bisschen drüber nach, wen ich jetzt meinen Verbündeten aussuche. Ja, gut Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen da oder einen Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Tschüss.